Ja, und malen ist natürlich auch sowas, um kreativ zu sein. Und genau das macht er hier, Jack Mason, ein Brite im Sauerland, ist jetzt kein Jugendlicher mehr, aber ein sehr interessanter Typ. Und seine Bilder, die sind jetzt, finde ich, so richtig genau das Richtige für trübe Novembertage, denn die machen richtig gute Laune. Die sind knallbunt gespachtelt. Und Sie sind jetzt hoffentlich so neugierig, dass Sie unbedingt die Vorderseite der Leinwand sehen und natürlich auch den Künstler kennenlernen wollen. Ich habe früher nur Pinsel benutzt und die Bilder waren immer okay, aber nie wirklich super. Ja, einen Tag habe ich einfach entschieden, ich hatte ein Malmesser. Ja, heute mache ich ein Bild nur mit diesem Malmesser. Und ja, wenn das fertig war, es war gut, es war fast mein bestes Bild soweit. Jetzt sind die gespachtelten Porträts und Tiere Jacks Markenzeichen und die knalligen Acrylfarben. Wenn ich in London gewohnt habe, so es gibt ganz viele like Street Art überall in unterschiedliche Ecken von London und ich finde das immer sehr sehr cool und sie sind oft ja Portraits und auch Tiere. Das war auf jeden Fall ein Influence für was ich jetzt mache. Aber ich nehme kein Graffiti Can und dann spray an die Wand hier. Ich kann es schön ein schönes Bild machen in meinem kleinen Studio. Ich war immer ein Hobbykünstler. Und so in meiner Freizeit habe ich immer gemalt. Und dann hatten wir unser erstes Kind in 2015 und dann plötzlich war das keine Freizeit mehr. Und so die Malen fällt sofort raus. Und ja, das war schwierig für mich ein bisschen. Und dann wir haben entschieden, meine Frau und ich, dass ich bleibe zu Hause mit den Kindern und mein Vollzeit-Papa zu sein und sie kann wieder arbeiten. Ich war ungefähr 3 Jahre zu Hause mit den Kindern, dann die beiden waren im Kindergarten und dann ich musste entscheiden, was will ich tun? Will ich zurück in die geologische Welt oder will ich meine Kunst versuchen, ein Profi zu werden? Jack Mason hat es gewagt und will dabei bleiben, obwohl er tatsächlich Dr. Jack Mason ist, mit einem Doktor in Geologie. Dass er ins Sauerland gekommen ist, daran hat seine Frau Theresa einen großen Anteil. Sie kommt aus Drolshagen und wollte wieder in die Heimat, mit Jack. Zumindest das Landleben kannte er schon aus England. So, ich liebe die Natur und ja, ich komme oft im Wald, um zu, es hilft mir mit ein bisschen Inspiration, so wenn ich nicht weiß, was ich malen möchte, dann ich kann ein bisschen Einsamkeit haben und ja, eine Idee finden. Zum Beispiel mein letztes Bild war inspiriert von dem Herbst. So mit den Blättern, sie sind jetzt andere Farben wie braun und rot und gelb. Ich dachte vielleicht jetzt mache ich ein schönes Bild in dieser Farbe. Der Künstler Jack Mason, ist er denn jetzt Brite oder Sauerländer? Ich bin schon eingebürgert, so ich habe 2 Staatsbürgerschaft, aber im Gefühl, ich bin noch Brite. Aber ich wohne seit ja, fast 10 Jahren hier und so ich würde sagen, ich bin jetzt ein bisschen gemischt. Aber wenn es um die Kunst geht, ist Jacks Antwort klar. Er spachtelt, hauptberuflich und bereut es keine Sekunde. Es ist die Kreativität, glaube ich. So man kann in like, Wissenschaft sehr kreativ sein, aber man braucht ein riesiges Gehirn und etwas machen, das ist komplett neu. Und ich war nicht da, so ich war you know, klug genug, einen Doktor zu machen, aber ein Professor oder irgendwas, ich glaube nein. Aber hier, man kann kreativ jeden Tag sein und ein schönes Bild in ein paar Tagen machen. Und ich finde das super. Das hat ein sehr gutes Gefühl für den Körper, für alles.